Herzlich willkommen zu einem neuen Steiermark-Vlog auf diesem Kanal. Heute spielt der VfL Osnabrück gegen die Spielvereinigung aus Bayreuth. Ja, der VfL konnte letzte Woche Sonntag mit 4:1 gegen Ingolstadt gewinnen. Damit der 7. Sieg in Folge. Bayreuth hat 2:3 gegen Wiesbaden verloren zu Hause. Ja, Bayreuth ist Vorletzter und wir Fünfter. Trotzdem darf man sie nicht unterschätzen, denn das Hinspiel hat der VfL mit 1:0 verloren in Bayreuth. Am 4. Spieltag damals noch unter Scherning. Und ja, hoffentlich wird das heute ein besseres Ergebnis und ein besseres Spiel als wie damals. Hoffentlich fährt der VfL heute den 8. Sieg in Folge ein. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe mich jetzt ready gemacht und jetzt geht's auf nach Osnabrück. Gerade in Osnabrück angekommen und jetzt machen wir mit den Tipps weiter. Ich tippe auf ein 2:0 für den VfL. Und was ist dein Tipp, Papa? 2:2. Was sagst du, Marlon? Ich sag, das wird ein 2:0 für den VfL. Okay, das sind unsere Tipps und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir beim Stadion sind. Und jetzt geht's ab zum Stadion in den Fanshop. Wir sind jetzt im Fanshop und jetzt kaufen wir uns einen Schal. So, dieser Schal ist jetzt geworden. Der ist vor kurzem rausgekommen. Und jetzt gehen wir zum Imbissbude und essen eine Mantaplatte. So, das ist die gute Mantaplatte. Und jetzt suche ich mir einen Platz, wo ich die essen kann. Einen Platz gefunden. Und dann machen wir mal eine Geschmacksprobe. Mit der Currywurst. Und ich sag, das ist eine 8,5 von 10. Auf jeden Fall sehr lecker. Wir haben jetzt aufgegessen und jetzt geht's ab ins Stadion. So, wir sind jetzt im Stadion. Es ist 12.50 Uhr. Das heißt noch eine Stunde und 10 Minuten zum Anpfiff. Das Stadion ist relativ leer. Die Aufschreibung ist draußen vom VfL. Circa noch 45 Minuten bis zum Anstoß im Tor Kühn. Kleiner Hansel, Jumpy, Köhler, Tesche, Engelhardt. Die Makale ja zurück in der Störde, war letzte Woche gelb gesperrt. Kunze, Traoré, Niemann und Bermann. Und Kühler und Adamczyk sind dran. So, das Stadion füllt sich langsam und Marc Heidert, die Top 300. Spiel vom VfL, wenn er dann zum Einsatz kommt, ist er erstmal auf der Bank und in ca. 20 Minuten geht's los. Das
die ist auch immer mit Herzen dabei und das war eine tolle Rückfahrt jetzt hier hin. Und nochmal, das ist das Präsidium, was ihr eigentlich gemacht habt, für Freunde, kann man nur Respekt sagen und vielen Dank. Die Glückwünsche nochmal aus an Mr. VfL Osnabrück an Lothar ganz zum 70. Geburtstag. Lothar Börschmier, ein ganz schönes Spiel und natürlich mit den 24 Felix Wehmann, die 45 Ehemann-Ehrung zum Laufen, die 27 Masse Hicks, die 33 Trainer Mugge Taurich und vorne dabei Achille Satzbau, die Nummer 1 Lukas Zerbastin, die 2. Thank you.
Drittes Tor jetzt. VfL besser ins Spiel gekommen, dann in der 10. Minute durch Tesche A zur Führung gegangen. Dann ist Bayreuth aber immer besser ins Spiel gekommen, hat noch immer wieder ein paar Chancen. Am Ende hatten die echt gute Chancen, Hochkaräter. Und da kann VfL echt zum Glück reden, dass es da 1-1 steht. Und dann hoffentlich wird es aber in der zweiten Halbzeit wieder ein bisschen besser und der VfL was? Bekommt wieder ein bisschen mehr Spielkontrolle. Let's go!
Rot-Weiß Münster. Ich habe jetzt nicht Angst. 2-1 Bayreuth. Das kostet aber einen. Unglücklich. Nach der Einwechslung direkt Gegentor. Tut mir leid, was auch nicht. Was gibt's schon mit? Das war jetzt der Stadion-Vlog. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen, trotz der Lage. Was soll man dazu noch sagen? 2-0 geführt, dann in den letzten 25 Minuten aus der Hand gegeben. 2-3. Na gut. War klar, dass irgendwann die Serie bricht, aber ja, man muss nach vorne schauen. Jetzt gegen Wiesbaden ist das nächste Spiel. Auch wieder heim. Sehr wahrscheinlich war ich da auch wieder im Stadion-Vlog. Und dann geht es ab da wieder eine neue Siegesserie zu starten und dann sehen wir uns hoffentlich gegen Wiesbaden wieder.